thought. Thrown in jail for it. As for the others. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Bet they deserve a lesson. Wir wollen gerade ausbrechen aus dem Gefängnis. Hold on. We're gonna get you out. Daniel? Wow. That's it. Gracias. Muchas gracias. Espérenme aquí until I check this out. Of course. Holy mother. How'd you do that? How? Shall we try to make peace with these morons? What the fuck are you? Will sie freilassen oder will sie nicht freilassen? Wait, aren't you supposed to be in a hospital? You assholes deserve a lesson. Mich rechnen oder befreien oder gar nichts machen. And you deserve to be on this side of the bars. So what? Come on. Nee. Let's get out before the fucking backup gets here. That's what he gets. He's out for the count. How the fuck did you criminals get out, huh? Maddie, don't. Okay, hands up. Oh, shit. Don't shoot. Hands up. Do not move. Wait. Sean. Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick. Gotta find something to stop them. We got multiple officers down. Shoot them. What the fuck? They're dangerous. Be careful. We will shoot if we need to. Understand? Fuck. Okay, what the fuck? Do not move. Don't do anything stupid, kid. This is our... Throw that locker. Idiots. They should have known better. Yeah. You saved our asses. Now, let's bail. Sean, I think our things are in there. Na dann, aufmachen. Hey, step back. What did you do? You fucking... Nice. Don't move. I'll be right back. Okay, but be quick. They must really feel threatened to put so much effort into this. After this, you're not gonna hunt shit anymore. Bet it belongs to one of these trigger-happy people. There's probably more of them coming. Let's go. Pretty good memory. Den Anhänger mit. From a pretty bad place. Jo, da gab's ein neues Souvenir. Sehr Come schön. On, Sean. We gotta jetzt, go. Nichts hier raus hier, würde ich sagen. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. It freaks me out when he uses. Take it out, Daniel. Que Dios los bendiga. Okay, go, go! Unser Auto steht da. Let's roll, Daniel. Auf geht's. Hurry, Sean! Drive! Nobody is chasing us. Not yet. Emergency! This is an all-points bulletin for every unit in the area. Multiple prisoners, two adults, and two teenagers have escaped from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Repeat. Are we still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go.
Sean. It's the 4th of July. Our first one without Dad. You're right. Remember how he was sowing the fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He is so corny. He said he was proud to live in this country. Da ist die Grenze. Shit. Und sie werden bereits erwartet. Sean, we can't let them get us. You know that day in Seattle? The day Dad was shot? I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. But you were the one with the real power, and you know how to use it now. You're not a kid anymore. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will be strong. Be brave. Be a fighter, Inanna, like you already are. Don't say that. Sean, let's just get out of here. Out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, Sean. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Step out of the car! Now! Okay. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun werden. Entweder wir stellen uns, oder wir werden die Grenze überqueren. Die Situation sieht natürlich nicht so gut aus. Vor uns ein Haufen Polizei, hinter uns sind auch noch welche, sitzen in der Falle, da rauszukommen. Ich vermute mal, wenn wir die Grenze überqueren mit Daniels Power, so wie das aussieht. Oder wir stellen uns. Eine sehr, sehr gute Frage, was wir jetzt tun werden. Wobei natürlich auch ungünstig ist, dass sie hierhin gefahren sind. Das Loch in der Wand wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Aber gut, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich wähle zuerst eins von diesen beiden aus. Das andere wähle ich dann in der zweiten Runde aus, denn wir werden das Ende einfach nochmal spielen und das andere Ende uns angucken. Aber was tue ich jetzt zuerst?
Das ist die Frage. Ich wähle zuerst, dass wir uns stellen. Hi. I think their story ends right here. But no. No. Daniel, come on. So we went all this way? All that shit for nothing? You told me we were going to Mexico. You said... We're done. The end. It's not who we are. Now it's my turn to take care of us, Sean. Everything will be all right. I promise. What? Daniel! No! Stop! Shoot! Shoot! Open fire! Das endete nicht so gut. Daniel mit dem Wrestler auf dem Foto. Ein paar Zeitungsausschnitte von den Ereignissen, die so passiert sind. Papier vom Schokoring an der Seite. Spektakulärer Einbruch in der Zentralbank. Über 1 Million gestohlen. Wer das wohl gewesen ist? Thank you.
hat die Geschichte kein schönes Ende genommen. Sean nicht mehr im Leben, Daniel kriminell, alleingestellt in Mexiko. Das war die 5. Episode. Wir werden die Credits mal beschleunigen und uns noch die Auswertung am Ende angucken. Gleich noch im Anschluss das andere Ende spielen. Da bin ich mal gespannt, was uns am anderen Ende gleich erwarten wird. Wie das ausgeht, das war, ich will mal sagen, das schlechte Ende, definitiv. Ich weiß nicht, ob es noch schlechter geht, aber ich glaube wohl kaum. Eine besondere Nachricht an die Fans. Das gesamte Life is Strange
2-Team möchte sich aus tiefstem Herzen für eure unglaubliche Unterstützung, Kunstwerke, Geschenke, Leidenschaft und Theorien bedanken. Und für eure Geduld, während wir diese Episoden erstellten. Wir waren sehr stolz auf euch und dass ihr die Reise mit uns gemacht habt, vermute ich mal ganz stark. Okay, so die Auswertung. Wir wollten uns stellen und Daniel hat sich geweigert. Nur 9%, aber das ist uns jetzt passiert. Da gibt es noch 3 weitere Optionen. Da bin ich mal gespannt, was uns nächste Runde trifft. Du hast Daniel beigebracht, zuerst an sich und seinen Bruder zu denken. Das hat nur ein Drittel, die anderen haben da anders entschieden. So, wir haben uns auf die Schatzsuche begeben, das Souvenir gefunden, wie die meisten. Insgesamt sind wir Karen näher gekommen. Wir haben Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben. Wir haben uns verabschiedet von Arthur und Stanley und Joanne. Und wir haben Karen zum Abschied und Abend, wie die meisten auch. Wir haben eingegriffen, um den Streit zu beruhigen. Nicht den Streit zu beruhigen, um Diego zu beruhigen. So. Wir haben das mexikanische Paar befreit und wir haben die Militanten nicht befreit. Wie auch die meisten. Ebenso haben wir die Militanten auch nicht wehgetan. Genau, und wir haben Daniel nicht gebeten, die Polizisten zu töten, um aus dem Revier zu flüchten. Die Option hatten wir ja mehrfach gehabt. So, wir haben Daniel wegen dem Skorpion nicht getadelt, richtig? Wir haben nur gesagt, er soll aufhören zu spielen. Daniel hat Jones Skulptur mit deiner Hilfe gebaut. Er hat sich keine Sorgen gemacht wegen Officer Campbell. Wir haben ihn nicht gebeten, die Zelle zu öffnen, korrekt. Wir mussten nicht auf sie losgehen. Er hat die Polizisten bewusstlos geschlagen. Töten wäre die andere Option gewesen. Okay, hier hätte Daniel auch automatisch eingegriffen, wenn sie zu nahe gekommen wären. Und wir hätten sie in einem Schrank einsperren können. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Okay. Und genau, Daniel wurde nicht gebeten zu töten. Haben wir auch die meisten entschieden. Alles klar. Fortfahren. Vielen Dank fürs Spielen und dass ihr Sean und Daniel auf ihrer Reise begleitet habt. Sehr gerne. So, mehr kaufen brauche ich nicht, denn ich glaube, die anderen Teile habe ich bereits alle schon. Wir werden Episode 5 nochmal spielen. Und zwar... Unabhängigkeitstag ist das. Den nennen wir nochmal. Genau, im Standardmodus einen neuen Speicherstand anlegen. Und dann gucken wir uns das andere Ende nochmal an. Was da jetzt passiert. Okay, überspringen können wir das Ganze nicht. Sean, we can't let them get us. Sean! Sean Diaz! It's over! Don't make this worse! Get out of the car! Slow! With your hands above your head! Do it! You know that day
In Seattle. The date Dad was shot. I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. But you are the one with the real power, and you know how to use it now. You're not a kid anymore. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will be strong. Be brave. Be a fighter, Inanna. Like you already are. Don't say that. Dad, let's just get out of here. Out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, Sean. So, warning! Listen up! How does the story of the Wolf Brothers end? Step out of the car! Now! So. Diesmal entscheiden wir uns, die Grenze zu überqueren. They make it to the other side. Be careful. We can go now. Yeah. Let's go home.
Das Ende gefällt mir. Um Länge besser als das andere. War gespannt, was aus den beiden geworden ist in Mexiko. Auf jeden Fall haben sie es wohl nach Puerto Lobos geschafft. Haben sich wohl ein Haus gekauft? Sean zeichnet weiter seinen eigenen Comic, wie es aussieht hier. Okay, der Überfall mit der anderen Gang ist auch drin geblieben. Der ist auch so passiert. Und sie haben eine Autowerkstatt aufgemacht. Den Diaz Repair Shop. In Puerto Lobos. Auch hier sind 6 Jahre nach den Ereignissen an der Grenze. Ein Halstuch hat er noch. Das Problem mit der Gang besteht wohl auch, auch so. Aber damit werden die beiden schon fertig. Das Geld verdienen sie wohl, wie es aussieht.
Das Ende hat mir definitiv besser gefallen als das andere. Mit dem Ende kann ich leben. Wir wollten die Straßensperre durchbrechen und Daniel hat zugestimmt, haben 26%. Immerhin ebenfalls gemacht. Nur der Rest hat sich ja nicht geändert haben. Das sind dieselben Geschichten. Gut. Das war's mit Life is Strange 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Spielen, dass ihr Sean und Daniel auf ihrer Reise begleitet habt. Ganz genau, kann ich mich nur anschließen. Hoffe, man sieht sich im anderen Let's Play hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.